Grausige Entdeckung in einem Wochenendhaus im Saarbrücker Stadtteil St. Anual. Am Sonntag um 11.18 Uhr ruft ein Zeuge die Polizei. Aus einer Hütte im Bereich am großen Hohlweg dringt das Wimmern von dutzenden Katzen. Das Gelände liegt tief im Wald und ist völlig zugewuchert. Genau. Feuerwehr und Polizei rücken aus und trauen ihren Augen nicht. In dem Wochenendhäuschen finden die Retter mehr als 30 Katzen, teilweise ungepflegt und in schlechtem Zustand. Doch es kommt noch schlimmer. Auf dem Gelände lagern in Plastiktüten entsorgt hunderte Katzenkadaver. Offenbar Überreste einer illegalen Zucht. Es war der grausamste, schlimmste und längste Einsatz in der fünfjährigen Karriere des Tiernotrufs. Insgesamt wurden jetzt heute Morgen mitgerechnet 35 Katzen gerettet. Wir haben 50 Säcke voll Kadaver von Katzen in diesem Raum gehabt. Uns Helfern geht es dementsprechend sehr schlecht. Das ist alles zuerst mal zu verarbeiten, was da gestern gelaufen ist. Experten des Tierschutzbundes und des Bertha Bruch Tierheims Saarbrücken rücken mit mehreren Fahrzeugen und dutzenden Katzenkörbchen an. Behutsam und eins nach dem anderen werden die überlebenden Katzen in die Körbchen gesetzt, abtransportiert und bei Tierfreunden oder im Tierheim untergebracht. Die toten Katzen werden von einer Spezialfirma geborgen. Wir konnten jetzt 7 Tiere aufnehmen. Die werden tierärztlich untersucht, behandelt. 2 davon sind hochtragend. Die anderen müssen auch untersucht werden. Es werden Blutuntersuchungen gemacht, weil ja ein Großteil der Katzen dort verstorben war. Und wir hätten natürlich schon gern gewusst, was die Ursache ist, ob diese Tiere mit irgendwelchen Krankheiten infiziert sind. Und bevor die bei uns ins Katzenhaus kommen, muss das alles geklärt werden. Gegen die 73-jährige Inhaberin des Gartenhauses wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.